So, herzlich willkommen heute im Atoll. Saunen ist angesagt bei dem Wetter, Regen, kühle Temperaturen. Aber grüß euch, der Reiseblocker ist im Atoll, wie gesagt. Im Atoll ist das alles kein Thema, weil nämlich Saunen ist hier bei dem Ausblick ein toller Tagesvertreib. Und ich würde sagen, der Tagesvertreib ist ein riesiger Spaß. Die Walli habe ich gerade unten getroffen. Am Eingang von der Sauna, sie ist hier oben für den Saunabereich zuständig. Du bereitest jetzt, glaube ich, gerade alles vor. Kräutersauna sind wir hier bei dir. Kräutersud, ja, nennt sich das. Kräutersud mit Kamille. Ja, heute machen wir Kamille. Da tun wir immer abwechseln, einmal Lavendel oder Rosmarin. Aha. Und da gebe ich zuerst auf den kalten Ofen die Pfanne hinauf, Aha. Tue die Kräuter hinein. Und dann Wasser dazu. Ich gebe einfach ein Wasser dabei dazu, weil der Aufguss von der Sauna selber, das Wasser, das da herunterkommt, das kommt erst ein bisschen später. Okay, das heißt, das brauchst du ein bisschen Anlauf. Ja, genau. Dann kann die Kamille dabei schon den Duft verbreiten. Und das ist wie Kamillentee, beruhigend, angenehm. Ja, bei dem Ausblick, da brauchst du nicht mehr zusätzliche Beruhigung. Das ist so schon extrem entspannend, wenn du da reinkommst. Das ist jetzt eine von wie vielen Saunen, Walli? Jetzt ihr habt. Das ist die Kräutersud. Kräutersud-Sauna. Nebendran habe ich gesehen, dann ist noch. Machen wir die Bio-Farblicht-Sauna. Die zeige ich euch auch gleich noch. Bio-Farblicht nehme ich hier gleich nebendran. Mit geführten Klangschalen aufgüssen. Ja, dann haben wir am Wochenende immer Klangschalen da. Das macht die Gabi. Sehr cool gemacht mit dem Holz. Aha. Und nebendran habe ich gerade schon gesehen, gibt es auch da drüben noch die. Haben wir dann die finnische Sauna. Die finnische Sauna. Die zeige ich euch nachher mit Bildern bei uns im Karwellenreiseblog. Und den Ausblick, Waldi, danke, ich gehe nach vorne am Ausblick schauen. Mit dem Ausblick verabschiede ich mich jetzt von euch und hoffe, es war genug Inspiration, mal immer toll vorbeizuschauen. Direkt am Aachenseeufer, gewaltig schön und vor allem auch jetzt bei Schlechtwetter der Ausflugstipp rund ums Karwendel und auch von Innsbruck sehr schnell zu erreichen, vom Tegernsee. Also der Tipp für mich, für euch, von mir, Atoll Aachensee, Saunatag. Die Bäder übrigens zeige ich euch noch spezial, extra auch mit Fotos, weil es gibt nämlich hier Wasserrutsche und Innenbäder, Außenbäder, aber mehr davon nachher bei uns im Reiseblog. Servus!